Im Frühjahr 450 machte sich erneut eine oströmische Gesandtschaft zu Attila auf. Sie stand vor einer schwierigen Aufgabe. Die Beziehungen hatten sich in den vergangenen Jahren verschlechtert. Die Mission des Vorjahres, an der auch der Historiker Priskos teilnahm, endete in einem Desaster. Ein Komplott des Hofes in Konstantinopel ist aufgeflogen. Es war ein Attentat auf Attila geplant worden. Attila hatte die neue Gesandtschaft zwar mit Drohungen und Zorn empfangen, machte aber doch Zugeständnisse. Der Friede blieb also aufrecht und die Hunnen wollten plötzlich die Bufferzone an der Donau aufgeben. Anscheinend hatte Attila einen Kurswechsel vorgenommen. Zugleich mit der oströmischen war auch eine weströmische Gesandtschaft anwesend. Zusätzlich griff Attila bei den Franken ein. Attila spekulierte immer mehr mit dem Eingreifen im Römischen Reich, vor allem im Weströmischen Reich. Als Attila plötzlich in die Affären der westlichen Kaiserfamilie hineingezogen wurde, sah er die Chance auf eine ganz besondere Beute. Die ältere Schwester Kaiser Valentinians III., Honoria, hielt sich nicht an die Etikette und stürzte sich in ein Verhältnis mit einem Vermögensverwalter, von dem sie auch schwanger geworden sein soll. Valentinian III. Handelte schnell und erbarmungslos. Honoria wurde degradiert, ihr Geliebter hingerichtet. In dieser Situation stellte Honoria Kontakt zu Attila her und forderte seine Hilfe an. Als Zeichen, dass es ihr ernst war, übersandte sie ihm einen goldenen Ring, was von Attila umgekehrt als ein Angebot der Verlobung verstanden wurde. Attila mischte sich nun also in die Angelegenheit der kaiserlichen Familie ein. Er sah sich umworben und forderte die Auslieferung der Honoria. Damit konnte er am effektivsten die labilen Machtverhältnisse im Westreich beeinflussen. Das ermöglichte es nun Attila, die Höfe in Konstantinopel und Ravenna, wo der Westkaiser residierte, gegeneinander auszuspielen. Der Ostkaiser Theodosius II. Fordert umgehend die Auslieferung der Honoria an Attila, starb allerdings überraschend. Sein Nachfolger Marzian machte eine Kehrtwende in der Politik. Er stellte die Zahlungen an die Hunnen ein und forderte so eine Intervention heraus. Attila war nun in der Zwickmühle. Sollte er im Osten oder im Westen intervenieren? Er entschied sich für den Westen. Attila blieb also bei seiner Forderung, Honoria auszuliefern und suggerierte sogar eine Machtbeteiligung im Westen. Andererseits machte Valentinian III. Das Angebot, als Verbündeter gegen die Westgoten in Gallien vorzugehen. Dort war Aetius der starke Mann. Zahlreiche barbarische Gentes, wie eben auch die Westgoten, die nun in Aquitanien siedelten, waren ihm verpflichtet. Würde Attila die Hausmacht des Aetius in Gallien vernichten, würde ihm Italien in den Schoß fallen. Attila ist es allerdings nicht gelungen, Konstantinopel und Ravenna auseinander zu dividieren. Italien war aber von einer Hungersnot getroffen, so konnte kein Heer aufgestellt werden und vor allem versorgt werden. Es kam also nun auf Aetius an. Er sollte sein Klientel für den Kampf gegen Attila gewinnen. Attila brach im Frühjahr 451 in den Westen auf.